Das Wort macht deutlich, was für ein tolles Geschenk Gott uns gemacht hat. Den freien Willen. Wir dürfen selbst entscheiden, wem wir glauben, was wir tun, was wir sagen. Das ist eine große Freiheit, aber auch eine große Verantwortung. Josua hat dazu ermutigt, dem einen Gott zu glauben und ihm nachzueifern. Was gehört also dazu, sich für Gott zu entscheiden? Zuallererst gehört dazu, sich mit ihm auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, auch mal zu zweifeln. Ist das auch wirklich richtig? Wenn man genau hinschaut und wirklich nur auf ihn und Jesus schaut, ist die Antwort immer die Liebe. Wichtig ist dabei nur, gut zu unterscheiden, was davon ist Gott und was davon ist der Einfluss durch Dritte, die glauben, Gott nachzueifern, aber in deren Worte und Taten nicht die Liebe Gottes steckt. Als ich mir das Wort so durchgelesen habe, dachte ich mir, oh, okay, also scheinbar muss man einfach an irgendetwas glauben. Ich meine, selbst wenn du sagen würdest, dass du nicht an Religionen und Götter glaubst, so glaubst du doch in dem Moment ganz fest daran, dass es derartige übernatürliche Mächte nicht gibt. Die Existenz von Göttern ist schließlich weder beweisbar, noch allumfänglich widerlegbar. So wie an die toten Götter von damals, glaubt der Mensch in Zeiten, in denen er Gott aufgibt, an andere Dinge, die ihm Sinn geben oder Mut machen. Selbst wenn ich Sitcoms schaue, höre ich immer wieder Sätze wie »Wir lassen das Universum entscheiden« oder »Ich warte auf ein Zeichen vom Universum«. Und da merke ich es wieder. Man versucht scheinbar, die Heilsgeschichte, die wir aus der Bibel kennen, in eine diesseitige Heilsgeschichte zu transportieren. Das kann sein, indem man sich Ideologien verschreibt oder indem man sein ganzes Leben darauf auslegt, sich selbst immer weiter zu optimieren. Der Mensch kann sich aber auch Schönheitsidealen unterwerfen oder total der Macht des Geldes hingeben. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal genau die Fragen, die ich mir selbst in Zukunft von Zeit zu Zeit immer mal wieder stellen möchte. Woran glaubst eigentlich du? Welche Grundsätze sind so tief in dir verankert, dass sie dein Handeln beeinflussen, ohne dass du bewusst darüber nachdenkst? Was macht deinen Glauben aus? Als ich mir das Bibelwort das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich mir, klingt irgendwie ganz schön hart. So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. So eine typische Pistole auf die Brust-Situation. Und ich kenne zwar ältere Christen, für die es selbstverständlich ist, dass die Gemeinde und der Glaube an erster Stelle stehen, aber wenn ich mir vorstelle, ich rede mit einer 13-jährigen Jugendlichen, hätte ich Angst, ich könne sie mit zu viel Druck eventuell verschrecken. Denn letztere ist in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Einer Zeit mit Massen an coolen Angeboten. Einer Zeit, in der das sich festlegen wie ein Verlust klingt. Einfach ein ganz anderer Zeitgeist. Lass mich deshalb dieses sich bewusst für etwas oder jemanden entscheiden, mal auf weltliche Beispiele beziehen. Wenn du bei Adidas einen Arbeitsvertrag unterschreibst und möchtest, dass du deinen Job, solange du willst, behalten kannst, wirst du nicht im nächsten Moment Betriebsgeheimnis an Nike verraten. Und wenn du plötzlich das seltene Glück hast, dass deine ultimative Traumfrau und Seelenverwandte vor dir steht, wirst du nicht sagen, ah, sorry, heute nicht. Wir wären zwar perfekt füreinander, aber das ist mir jetzt echt zu viel Druck, irgendeine Art von Beziehung mit dir einzugehen. Frag mich doch nochmal in 2 Jahren, wenn das Timing besser ist oder wenn ich mich etwas auf dem Single-Markt ausgetobt habe. Und so ist es auch, wenn ich mich entscheide, Gottes unverdiente, bedingungslose Liebe anzunehmen. Dann ist es nicht zu viel verlangt oder zu viel Druck. Dann musst du dich nicht fürchten, denn es ist eine logische Entscheidung zu sagen, ja, ich will Mitarbeiter in deiner tätigen Nächstenliebe werden. Und ja, ich entscheide mich für dich, weil ich dich über alles liebe.